Noch einer. Hi, hi, hi. Die Sonne ist so gut, Himmel. Von der Goldküste aus findest du den Odin-Felsen im Westen. Dort sagte ein Wissenschaftler, er forsche das Ende der Welt. Frieden herrscht in der Welt, aber es gibt immer noch Ausnahmen. Dann herrscht kein Frieden, wenn es Ausnahmen gibt. Meiner Logik nach. Wahrscheinlich die falsche Logik. Ja, mein Gott. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut. Die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besucher. Ich frage mich, warum. Selten nur bekommen wir Besucher. Das Dorf ist schwer erreichbar. Da haben wir doch das Problem. Schwer erreichbar. Wir machen uns täglich Gedanken, wie man die Stadt bekannter machen könnte. Ja, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Auch den Schiffsreisen wird das Dorf gefallen. Ja. Wirklich. Are you sure? Worüber reden die Leute denn den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn nicht so viele Fremde hierher kommen würden. Aha. Also wirst du kein Einkommen haben, kein Geld zum Leben. Sea House. Ja, hallo. Ja. All you can eat. Mehr. Ich will mehr. Was bleibt eigentlich beim Hummer übrig? Die Scheren vorne, oder? Es ist leer. Das ist blöd. Wofür isst man? Ich esse einfach immer alles. Ich glaube, hier kann man wieder rauskommen. Nein, nein, nein. Mach mal ein Foto hier von den süßen Kühen. Hi Heinz, du musst Heinz sein, weil sonst, ja. Rein wirtschaftlich besitzt diese Stadt eine sehr schlechte Lage. Es ist notwendig, dass der Name der Stadt weiterhin bekannt wird. Die Wachstumsrate dieser 100%. Hi. Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es der ganzen Welt kundtun kann. Kannst du für mich Werbung? Ja, sicher, kein Problem, aber wie soll ich das? Wie soll ich das? Probier mal. Ein Biss sagt mehr als 1000 Worte. Gib es jemandem weiter, der es würdigen weiß. Da kenne ich doch jemanden in Libertia. Auf zu Inn! Hi, ich kam mit dem Schiff aus Aloha. Es war eine tolle Reise. Ich schweige wie ein Grab. Mann! Schön hier. Aber mit jemand anderem? Wow! Da war wohl irgendwie sowas wie ein Leck oder ein Framerate-Ratebruch. Keine Ahnung. Tupidu. Man kann hier sogar hinfahren. Könntest du bitte? Was ist denn hier los? Hier kann man rein. Hi. Was sind wir hier? Ich bin ein ganz klein bisschen verwirrt. Okay,
da. Was gibt es hier? Ein. Wollt ihr mich verkackern? Alles nur wegen einem Kristall? Zu viel Aufwand. Zu viel Aufwand. Naja, wenn es dir gefällt. Ich muss doch hier irgendwie. Das ist doch Neuseeland. Warum sind denn hier keine Menschen? Warum bin ich so blöd und segel an der falschen Seite dran? Ha. Okay. Dann gehen wir mal die Sachen abgeben, die wir mal wieder gesammelt haben. An der falschen Seite. Was war das? Die kleinen. Nicht so. Das sah aber auch verdächtig aus. Von hier, von hier. Ah, da. Lass die kleinen Dinge ab. Okay, da rein. Astratica. Astratica. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Einfach mal die coolen Köpfe. Oder kann man nur von der Seite? Oder wir sind noch nicht bereit dafür. Auf bald, kleiner Astrarika-Tempel. Astrarika. Ob da was ist, da kommen wir überhaupt nicht hin. Dann wahrscheinlich nicht. Da waren wir drin. Da ist ein Leotto gleich. Ja, da. Das ist auch nicht groß geworden. Ich glaube, das wächst auch nicht. Eine kleine Insel, wo man nicht drauf kann. Und da, Leotto. Ach, Quatsch. Libertia. Wir sind an Leotto vorbeigefahren. Oh Gott. Ich bin irgendwie noch ein wenig kleines bisschen müde. Wo war der hungrige Mensch? Der hungrige. Vielfraßer. Gib mir was und ich probiere, Tom. Dann geben wir doch erstmal die Schardinen ab. Ja, Schardinen. Und dann essen wir gleich noch die ganzen leckeren. Mann, das sieht ja lecker aus. Sehr lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch einmal kosten. Okay. Willst du kosten? Das sind Ölsardinen aus Aloha. Diese Art der Zubereitung kenne ich nicht. Lass mich versuchen. Lecker. Ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Hervorragend, jetzt kriege ich Hunger. Ich werde es leicht anbraten und in Kräuterbutter garnieren. Wo, auf deinem Tisch? Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nehmen dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yay! Jetzt nehmen wir Fleisch von der Goldküste. Bing. Mann, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch mal probieren. Na, bitteschön. Das ist Filet von der Goldküste. Goldküste habe ich noch nie gehört. Naja, egal. Lass mich probieren. Lecker. Ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Ich sage immer das Gleiche. Ich werde das leicht anbreitern und... Ich sag immer das Gleiche. Wieso brätst du alles mit Kräuterbutter an? Und das wird immer in die Geschichte eingehen. Mann, nimm dieses Teil. Ja, okay. Da haben wir das? Nein, aber jetzt nehmen wir einfach mal hier Kraft-Elixier. Ja. Wir sind ein bisschen stärker. Vital-Elixier. Wir leben ein bisschen länger. Ist das nicht toll? So.
Nun denn, lasst mich hyperlicken. Das war falsch. Geh weg, du geschminkte Tante. Ich glaube, es war mit Will. Ah ja. Ah, ja. Ich erinnere mich. Wir haben Nana getroffen. Wir möchten doch ihm Nanas Ring wiedergeben. Aber erstmal fangen wir nochmal an, was er gesagt hat. Ich warte gerade auf meine verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns in diesem See. Sie kommt zurück aus Leerto. Ich kann es kaum erwarten. Das ist so traurig. Naja, sie lebt das nächste weiter. Dieser Ring. Ist dir etwas zugestoßen? Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Wie lange hast du gewartet? Ewigkeiten. Schneller. Ah. Fischi, stirb. Ah, stirb. Okay. Warum treffe ich, warum werde ich immer getroffen? Ich erhalte Odemkraut. Das ermöglicht mir zu atmen unter zu Wasser. Ich meine zu tauchen und dadurch Luft an. Egal. Schnorcheln. Ich kann jetzt schnorcheln. Blubberbläschen! A drücken! Tauchen wir darum. Guckt euch das an. Wir sind Tolli. Tolli Karati. Oh Gott, nein. Da gehe ich doch lieber hier so lang und dann springe ich ins Wasser. Nein, diese Blubberblasen sind böse Blubberblasen. Da kann man. Ich muss hier runter. Wasserfallrutsche! Hui! Also, die Blubberblasen sind böse, weil die uns Aua machen. Ach, ich bin vergiftet. Oder? Bin ich vergiftet? Bin ich tödlich vergiftet? Bin ich nicht nur tödlich vergiftet? Bin ich normal vergiftet? Ja, das brauche ich jetzt nicht. Da? Das brauchst du jetzt nicht. Egal. Ich weiß gerade nicht, was mich hier tötet. Ah ne, das tötet mich gar nicht. Okay. Okay, dann ist ja gut. Ach, gib mir Geld. Oben, unten. Ah, und. Was ist da? Der Schatten. Okay. Was ist das für ein Schatten? Huh? Ich dachte, ich hörte etwas. Du Schatten verschwindet. Okay. Ich glaube, ich gehe doch erstmal nach oben. Aber nur weil ich wissen will, was da ist. Stirbt. Genau. Stirbt. Ah, okay. Rückweg. Sozusagen. Ich halte mich jetzt ganz weit oben, weil ich glaube. Ja. Oh Gott. Oh nein. Ich bin blöd und deswegen mache ich das. Öffne diese blöde Nummer. Geht doch. So, ich glaube, ich muss hier nicht lang. Ich muss zu dieser Insel rüber. Getroffen werden von dieser blöden Kackblume. Seh dich doch. Komm. Ich hau dich nicht. Ich glaube noch da. Oh, das war gut. Okay. Das war richtig. Und hier ist ein
Drachenanker. Jetzt hält mich die Strömung nicht. Ich meine, jetzt kann ich in der Strömung schwimmen, ohne oder irgendwie weggeschwemmt zu werden. Das finde ich gut. Ja. Man bindet sich sozusagen an den Augis. Sozusagen. Hier. Man muss hier in die Augen tappen. Also man bindet sich sozusagen einen Anker, um, also eine kleine Kugel um den Fuß, so dass man nicht weggeschwemmt werden kann. Aber man geht irgendwie unter. Also ich habe das Gefühl, dass man untergehen könnte, wenn man das tun würde. Ich hasse diese Augen. Habe ich das schon, hab ich noch nicht erwähnt? Aber die sind... Geh da weg! Komm her. Könntest du bitte... Geh sterben! Dann gehe ich einfach. Ja, das war ein... Okay, da muss ich einmal nach da. Und dann habe ich hier ein wunderschönes Geschenk für mich. Etwas Gold und Zinnperl. Und jetzt schwimmen wir einfach nach unten. Jetzt bräuchten wir keinen Anker. Man hätte doch umkehren können. Machen wir aber nicht. Ich hasse diese Augen. Irgendwie habe ich noch nicht rausgefunden, wie man die am besten tötet. Das ist sehr schade, weil... Ja. So hätte ich jetzt viel leichter. Viel leichter. Ich glaube, ich gehe nochmal zur Goldküste. Jetzt haben wir genug Geld.